Ein, zwei Kaffeelöffel genügen und die Unterirdischen zeigen, was sie können. An der Universität Tübingen zum Beispiel. Als Lebensraum für diese ungewöhnlichen Schleimpilze genügt ein Tropfen Wasser. Und man kann sich denken, dass ihre Vorstellung nur durchs Mikroskop zu verfolgen ist. Und auch dort, um ehrlich zu sein, machen sie nicht viel her. Als winzige Einzeller wuseln sie zwischen Pilzfäden herum. Bei stärkerer Vergrößerung sieht man immerhin, dass sie wie Amöben vorwärts kriechen. Aber dann beginnt die Vorstellung. Sie rücken näher zusammen, als wollten sie sich verabreden. Und plötzlich, wie auf ein geheimes Zeichen hin, marschieren sie los. Ein Heereszug von Amöben, dem sich mehr und mehr anschließen. Von allen Seiten stürmen sie heran, tauchen ein in den großen Strom. Und es ist nicht der einzige. Eine Vielzahl solcher Ströme wälzt sich auf ein Zentrum zu. Hunderttausend Zellen insgesamt. Der Vorgang wiederholt sich an mehreren Stellen und jedes Mal schließen sich die Amöben zusammen zu einem neuen, vergleichsweise riesigen Organismus. Zu einer Art Nacktschnecke, die zielstrebig davonkriecht. Der Körper ist außen mit Schleim überzogen und hinterlässt eine deutliche Kriechspur. Im Innern haben hunderttausend Amöben ihre Unabhängigkeit aufgegeben und synchronisieren sich so, dass der Schneckenkörper als Ganzes vorankriecht. Der Vorgang ist fast unheimlich. Da organisieren sich unzählige Schleimpilzzellen zu einem höheren Lebewesen, das Licht und Wärme wahrnehmen kann und auf chemische Reize reagiert. So schafft es den Weg ans Tageslicht, um sich fortzupflanzen. Und dabei wandelt es sich ganz nach Schleimpilzart in ein pflanzenähnliches Wesen. Ein langer Stiel schiebt sich hoch und obendrauf eine Sporenkapsel. Eine zierliche Konstruktion. Knapp 2 Millimeter hoch. Die Sporen werden mit dem Wind verschickt. Und manchmal mit der Schneckenpost. Schleimpilze. Sie kriechen wie Tiere, verbreiten sich wie Pflanzen, zeigen sogar intelligentes Verhalten. Und sie verbünden sich zu Hyperwesen mit völlig neuen Fähigkeiten.